Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind hier angekommen, um den Drachen zu besiegen in diesem Portal hier unten. Und jo, mir ist aufgefallen, ich habe das neue Skate ein bisschen zu streng eingestellt. Man hat mich nicht ganz immer gehört, wenn ich ein bisschen leise war. Jetzt habe ich das hoffentlich gut gefixt, wenn ihr das noch hört. Bitte in die Kommentare schreiben, dass ihr manche Endungen oder so von einem Wort oder so nicht so gut hört. Aber das ist Twitch Studio von Anfang an gewesen. Ich habe da nicht viel herumgefummelt. So, der Bild, der geht schon ein bisschen ab. Die Waffen machen recht viel Schaden schon. Ich habe aber gesehen, wir benutzen ja nur zwei Sets, alle anderen sind Exalted Items. Ob wir da mega gut ohne Legendaries und so eigentlich auch den Schaden machen und so, werden wir dann sehen. Auch die Defensive, ob die stimmt. Aber wir nutzen sehr viele Resistenz und Health Idole und deshalb kann man das, glaube ich, ausgleichen und so. Wird jetzt keinen Unterschied machen. Sonst kann ich sicher auch den Beat noch ein bisschen verändern. Mache ich gerne manchmal, weil die Beats jetzt nicht 100% im Maximum stark sind. Es gibt immer noch etwas zu verändern. Jo. Jetzt sind wir immer noch ein bisschen langsam. Wir müssen uns ein bisschen um die Geschwindigkeit und beim Wirbeln kümmern. Und deshalb können wir jetzt nicht immer Waffen bringen, weil sie einfach zu langsam sind. Jo. Ich war schon mal ein bisschen durch. Jetzt sind wir nichts zu farmen oder so. Ich weiß nicht genau, welches Level das Gebiet hat. Ich denke doch ein bisschen weniger, weil wir da schon hin konnten. Ja, bevor wir da Temple of Terra gemacht haben. Vom zweiten, aber vom vierten Akt, genau. So, wir haben ja noch die Rüssen. Genau. Die sieht sowieso cool aus. Also. Muss mit dabei sein für den Style dieses Gameplays. Okay, jetzt macht er das. Okay, nicht viel Schaden. Ich habe jetzt extra nicht aufgehört mit den Wirbeln, um zu sehen. Jo. Wie viel er uns drücken kann. Ich weiß noch, wo er relativ neu dazu kam. War noch ziemlich stark. Also er hat eigentlich diesen Angriff jetzt vorher, der große Aoe-Angriff, sofort eingesetzt, also innerhalb von, ja, nicht mal einer Sekunde oder so. Konnte also nie ausweichen. Und ja, später habe ich es natürlich dann mit irgendwelchen Teleport-Sachen, Skis, benacht, da habe ich es noch knapp geschafft. Und das wurde wahrscheinlich irgendwann mal dann früh genervt schon. Der Drache einfach nicht mehr schnell genug ist. Aber für einen Wirbelwind, der nicht Geschwindigkeit geboostet wurde, ja, das ist natürlich ein bisschen zu langsam. Ich dachte, ja, würde recht viel Schaden machen, aber scheinbar, weil ich ja Forge Guard bin, habe ich natürlich noch ein bisschen mehr Resistenz gegen Fleischstoffe. Jo, jetzt gehen wir sich auch noch ein bisschen schaffen zu treffen. Hat wenig Reichweite im Standard. Ja, ich möchte eigentlich noch die Waffen verlängern von der Dauer. Ja, das müssen wir zuerst machen, weil die Waffen haben schon genug Schaden. Wir brauchen erst später wieder ein bisschen mehr Schaden. In einem Hack'n'Slay solltet ihr immer das machen, was ihr gerade braucht. Also, merkt ihr, kommt ein bisschen viel Schaden. Macht die Defensive eher. Und sonst macht ihr einfach die Offensive irgendwie oder die Schnelligkeit. Und so könnt ihr eigentlich immer ein bisschen durchgehen. Also ich habe zwischen 2005 und 2007 immer Hardcore Diablo gespielt und war einer der besten in dem Lager. In den Raiders. Und am schnellsten, oder? Ich hatte einfach Zeit, ich war krank, ich konnte nicht viel machen. Ich habe schon Sport und so gemacht, aber irgendwie war so viel in den Ausgang und so konnte ich leider nicht. Und
Bei mir ist ein bisschen die Energie gefehlt. Und musste halt immer so ein bisschen gegentrainieren, weil ich überhaupt nicht so stark war. Dann hast du halt die Hormone und einfach auch wahrscheinlich das frühzeitliche Diabetes gehabt habe, das nicht herausgefunden wurde, oder? Ah ja, ich wollte ja. Okay, ich habe einen Punkt schon verloren. Und jetzt gerade nicht mehr zurück. Jetzt nur. Okay, jetzt nehmen wir eben diese Armor. Die müssen wir jetzt kurz schauen. Skills, Armor. Zuerst wahrscheinlich hier oben. Nehmen wir einmal die Armor. Schöne Ding. Ein bisschen leiser bei mir, das wird langsam ein bisschen laut. So, also. Das kurz neu casten natürlich. Und dann wieder weitergehen. Ja, also. Ja. Ich erzähle gar nicht so viel über meine Gesundheit und so. Ich ist auch nicht gerade so okay, finde wenn ich das immer sage. Dann ist jetzt. Verstehe ich, bin ich gerade gesund. Autoimmune Krankheiten, Nervenkrankheiten, vom Skelett her Krankheiten, Gelenkenkrankheiten und halt auch Allergien und so Sachen, die ein bisschen heftiger sind als Heuschnupfen oder so. Naja. So. Aber das tut mir nicht einschränken, mir tut eher einschränken, dass halt die Programme nicht so gut laufen. Und ja, allgemein, oder? Der Mensch, der arbeitet, tut für mich oder für andere auch ein bisschen ineffizient oder schlecht arbeiten. Also das sind nicht alle. Aber viele Programme oder Grafikkartenhersteller, die ein Patches die ganze Zeit, die auch Bugs haben und so. Oder Spieleentwickler, die Bugs einfügen oder nicht fixen oder so. Es gibt immer wieder ein bisschen Probleme. Und jo, ich merke es einfach, ab und zu habe ich auch das Gefühl, ich muss auch nicht gamen, weil ich jetzt gerade ein bisschen überfordert bin. Ein paar Sachen, die mir schlecht tun und scheinbar. Ja, bekomme ich nicht so viele Aufrufe, weil ich es auch nicht so perfekt euch machen kann. Ich würde gerne, ja, euch ein bisschen helfen können, indem ich es besser machen könne. Aber wie und was braucht man genau? Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist einfach schwer für mich als für andere. Aber ich denke, andere haben auch das Problem, aber können es einfach ganz gut und schnell fixen. Wir haben eine Community vielleicht auch, wo ihnen hilft. Aber ja, da muss so gelernt sein, da muss wahrscheinlich auch im gleichen Zeug arbeiten, das darf und kann ich nicht. Ich kann nicht als Multimatiker ja, arbeiten. Ich muss irgendwo anders arbeiten, wo ich nicht gerade so viel meine Kraft investieren müsse. Also nicht falsch verstehen. Informatik oder Mediamatik ist nicht ein Beruf, wo ich körperlich arbeiten muss. Es ist einfach für meine Krankheiten schwieriger, weil ich weniger mache. Ich muss mehr machen. Mein Körper zwingt mich eigentlich die ganze Zeit viel mehr zu machen. Und deshalb will ich auch Sport machen oder so. Dann will ich auch Gärtner sein, wo ich ein bisschen etwas anpacken muss. Oder Bauarbeit oder so irgendwas. Ich brauche das. Mein Körper muss ich dadurch ein bisschen mehr machen. Und wenn ich irgendwie ja, am PC was mache, dann kann ich es halt auch nicht so gut machen, oder? Wenn ich auch nur am PC hocke. Und das ist genau das Schwierige an so Krankheiten. Wie soll ich das verändern? Du kannst gar nicht so perfekt sein wie andere. Das geht nicht. Du hast Einschränkungen. Das ist halt schlimm. Du bist eigentlich wie mehr am Denken. Du wirst durch die Probleme auch ein bisschen intelligenter als andere. Und ich merke es einfach, oder? Mir hat niemand gesagt, dass ich irgendwie hochbegabt bin oder sehr, sehr intelligent bin. Ich habe es gemerkt, andere haben es nicht so gemerkt, dass ich intelligent bin. Und scheinbar kann ich unglaublich schnell lernen, aber ich kann nicht etwas umsetzen, was mir nicht zeigt, okay, ich muss dich lernen.
Es gibt ja nicht zu lernen, wenn du es nicht weißt. Also, du musst es irgendwo nachschlagen und das ist für mich auch ein bisschen schwierig. Also, für jeden, der mir hilft, ein mega dickes Dankeschön. Egal wo. Und befragt mich einfach ein bisschen oder ich nenne es einfach in den Let's Plays und Livestreams. Aber wer mir hilft, tut natürlich echt was Gutes. Weil ich locke halt auch ein bisschen mehr Neid an. Also ich habe jetzt gerade in letzter Zeit in einem anderen Game auch schon ein paar Leute gesehen, mitbekommen. Es hat ein Multiplayer-Spiel. Leute einfach neidisch werden auf mich und mich angreifen. Das sollte eigentlich ja nicht passieren, aber das hat eigentlich mehr mit Dummheit zu tun, als mit Menschlichkeit oder mit irgendwas zu tun. Es ist einfach blöde Sachen, die die Menschen von sich lassen und was ich mich natürlich nicht irgendwie eingrinsen oder ja, schlecht reden. Gibt's aber immer wieder. Die Leute merken es einfach nicht. Sie machen weiter oder ja. Man muss es halt lernen. Wenn es die Leute nicht lernen wollen, dann ja gut, muss man sie ja ignorieren. Oder ihnen aus dem Weg gehen. Aber das mache ich nicht so gerne. Ich gehe den Leuten nicht so gerne aus dem Weg. Aber ich habe keine Angst so mit Minion Damage oder so. Ja. Und ich habe gemerkt, ich muss auch wieder ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen mehr die Zeit auch nehmen. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen langsamer irgendwas klicke oder so. Ich habe es jetzt vorher beim Transport für 2 Kampagnen Let's Play doch gemerkt, ich bin ein bisschen zu überhastig gewesen. So am Abend spät, wenn ich total müde bin, sollte ich nicht mehr so hastig sein. Jo, jetzt machen wir weiter mit der Kampagne. Jo, ich führe uns hier noch in diesem Level zu einem Gefangenen. Den müssen wir suchen, schon in der Richtung. Ja, hier seht ihr, der Fortschritt werden brauchen wieder ein bisschen länger, aber jetzt können wir dann als nächstes auch nochmals Schaden erhöhen bei Forge Strike und bei Wirbel die Schnelligkeit. Das kann ich jetzt auch noch kurz mal schauen, ist glaube ich 3 von 4 oder so das Skill mit der Schnelligkeit. Also, eins in der Not im Skill von Warkopf. So, hier haben wir gesagt, nehmen wir die Höhle. Gut. Und ja. Heute war ich auch wieder sehr lange am Minecraft spielen. Damit ich euch das jetzt nicht unbedingt immer zeigen muss, solange wir da ein neues Biom finden müssen. Einfach so mit dem Kollegen Leon habe ich dann einfach noch ein bisschen geredet und einen Livestream von ihm geschaut über Discord, also Discord übertragen. Und ja, ich hatte ein bisschen weniger Zeit zum Aufnehmen heute, aber ich habe ja genug Folgen. Ich tue immer so 2-3 Folgen voraus aufnehmen und muss sie relativ schnell hintereinander hochladen. Falls es euch zu viele sind, müsst ihr das sagen. Ja. Ist ja meistens dann einfach ein bisschen später nochmals freischalten, dass sie nicht zu eng aneinander kommen. Ja. Und genau so viele Schalter drücken oder so, viel einstellen, so mache ich ja nicht so gerne. Deshalb bin ich ja nicht so der Mann, der gerne Spiele entwickelt oder so. Ich würde gerne Spiele entwickeln, aber ich kann es einfach nicht so. Muss zu viele Sachen skripten, Textdokumenten schreiben und so, es ist nicht so meins. Also die Krankheiten, durch die Hochbegabung, da hätte ich gerne mal jemand anderes, der für mich noch ein bisschen die Zeit nimmt, ein Spiel zu entwickeln, die Mühe macht. Mit meiner Hilfe werden die natürlich noch besser. Ich bin einer, der relativ gut eigentlich entwickeln helfen könnte. Mache ich manchmal auch. Aber die meisten Entwicklungen einfach alles ignorieren, was die Fans sagen. Also, weil sie eigentlich irgendwie auch denken, ja, ich muss jetzt das nächste Spiel entwickeln, ich muss das alte Spiel oder das aktuelle Spiel auch gar nicht mehr weiterentwickeln. Ich sitze momentan bei Railroad
Engine 2. Schwerer Name. So, es gibt einfach keinen Patch. Sie machen kein, bringen keinen Patch raus, der unbedingt die schlimmsten Probleme einfach fixt. Sie machen es nicht. Ich weiß nicht, wann einer kommt, aber es kommt sicher einer, nur müssen wir lange warten. Jo, ich nehme morgen, denke ich mal, den ersten Part auf, ohne Absturz. Ich habe schon ein paar Parts versucht, aber es ist nicht mehr abgestürzt. Und das Problem wird halt immer nicht gefixt. Das Spiel stürzt zu oft ab. Ich denke, die meisten, die zocken, die haben auf, die spielen auf Windows 10 oder sogar noch ein älteres Betriebssystem. Keine Ahnung. Mein Bart muss ich auch mal schneiden. Also ich habe jetzt in letzter Zeit einfach nicht so die Zeit gefunden, kurz einfach mal aufzuräumen dann und alles. Aber gut. Ich bin halt einfach einer, der gerne Bart trägt. Das geht sich immer wieder. Ich habe breite Haare, also recht stabile und nervige Haare am Bart. Und das habe ich einfach nicht gern nach einiger Zeit. Ich muss es also machen. So, jetzt hat er den Mason da. Muss ich mir verschwören. Hey, das Löcher. Ich habe keinen Mason da. Ein Schwert. Die Entwickler haben einfach keine Lust gehabt, um wirklich zu einem Maze zu machen. Ja, aber macht schon mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Er ist ein bisschen langsamer. Das wird später auch besser. Und bald können wir die Sunforged Armor tragen und den Helm wahrscheinlich dann mit der Sunforged Armor gut farmen. Ich werde auch schauen, dass ich da nicht alles zeige, bis ich den Helm habe. Oh, da ist noch ein. Komme ich das über, wenn ich wieder reingehe? Ich will das Unix sehen. Meine Güte, das ist jetzt zu schnell gegangen. Wieso ist ein Unix? Ja, es ist weg. Ach, Entwickler, mach doch einfach, dass man wieder reinkommt, ohne dass alles resettet ist. Das Spiel wird schon aushalten. Aber einfach irgendwie noch zwei oder drei Gebieten mit einem Charakter, mit mehreren Spielen halt weniger. Nee, also Unix tun in der Kampagne einfach nicht gut drum. Das sind immer die schlechten Unix. So unwahrscheinlich, dass ihr da Tier 2 oder Tier 3 Unix von einem Hardding habt, oder? Das ist eigentlich immer die schlechteste aus dem Tier 1. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ihr ein Bild habt, was man Monolithen gut farmen kann. Ich habe es jetzt nicht immer gemacht, weil ich immer wieder eine andere Klasse wählen wollte, dass ich euch auch die Witze so ein bisschen herumzeigen kann. Für Leute, die Endgame und so machten, tut, da habt ihr natürlich gerne wahrscheinlich dann die Leute, die wirklich sehr viel Zeit haben. Es tun sehr viele Streamer unglaublich viel Spiel. Das könnte ich niemals, ich würde sowas von ungesund leben dann. Nee, auch nicht. Aber wenn ihr natürlich gerne ein bisschen Geduld habt, ich kann dann im Endgame auch gut spielen. Ich brauche einfach den richtigen Bild davon. Das ist, denke ich mal, der als erstes. Und es gibt auch Builds, die mega broken sind. Und eventuell kann ich die dann auch benutzen, wenn ich die Items habe. Ja. Also das muss ich wahrscheinlich nehmen. Jetzt muss ich kurz schauen. 3 von 3, okay, es ist nämlich hier. 3 von 3. Die Ammo-Schritt noch nicht. Verstanden. Also, dann wollte ich hier schauen. Nein, hier nicht. Okay, more damage taken. 4, 1, 1, 8, 10. 1, 8, 10. Nein, 10, 8, okay. 10, 8. Ja, helfen möchte ich eigentlich schon dann schauen. Das ist halt so etwas, da muss ich zuerst vom Gegner getroffen werden. Also ich mache lieber das noch ein bisschen. So, und dann habe ich das hier. Ja, wird schon effizient sein, also 20 Minuten. Gut.
Heute war wieder ein sehr anstrengender Tag für mich und morgen gehe ich auf zwei hohe Berge in unserer Region. Wo heißt ungefähr 700, 800. Das ist für uns hoch. Es gibt teils 1200 Meter hohe Berge, aber die sind eher im Süden Richtung Mittelland. Und dann der Nordwestschweiz, Mittelland ist dann Mitte. Und ja, die sind dann auch ein bisschen schwieriger zum Besteigen. Aber unsere Berge sind halt wirklich ohne Wanderschuhe noch besteigbar. Doch auch ein bisschen weit auseinander, ein bisschen nach weit, bis man hier oben ist. Und deshalb optimal, um so irgendwie zu trainieren, mit hoher Geschwindigkeit laufen. Das ist schon eigentlich Rennen. Ja. Joggen dann einfach zwischendurch, wenn man keine Dinger. Ich habe eben, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, so langsam wieder habe ich genug Kraft, um, wenn ich hoch jogge oder renne, genau gleich fit bin, wie als würde ich gerade auslaufen. Gar nicht mal so viel Geschwindigkeit verliere und so schnell müde werde, wenn ich hochlaufe. Und das möchte ich natürlich gerne ausnutzen und fast jeden dritten Tag machen. Dann fühlt man sich halt auch so mega fit und toll, oder? Man fühlt sich einfach toll, wenn man Kraft hat. Das will ich so ein bisschen ausnutzen, damit ich besser livestreamen kann und Let's Playen kann. Aber die Zeit geht halt wie ein Flöten, oder? Also tut mir einfach leid, wenn ich halt auch sehr auf meine Gesundheit achten muss. Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen doof, wenn man so zwei tolle Hobbys hat und nur eines richtig gut machen kann. Und das ist halt, ja, eher der Sport, weil er eher auch der Beruf ist. Aber hey, ich habe genug Zeit und ich mache jetzt auch lieber Videos momentan als lieber Livestreams. Also irgendwie auf Twitch schon ein bisschen das Problem da, dass man nicht mehr so viel Aufrufe bekommt, das kleinere. Es wird halt immer ungerichtet. Und auf YouTube, also ich weiß nicht, ich habe schon ein paar Mal ein bisschen gelivestreamt, aber ich hatte nie so viele Zuschauer wie Aufrufe an den Videos. Weil die meisten halt eben denken, ja, es ist gar nicht so gut und es ist nicht unbedingt so viel schauen. Aber eigentlich, ja, liegt das eher an den Programmen als von mir aus, denke ich mal. Ich kann mich halt kaum verbessern, wenn immer alles schlecht wäre. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass Programme eigentlich schlechter werden? Ich weiß. Entwickler halt so schlecht programmieren und so. Ich kann das einfach nur sagen. Da ich auch sehr viel mehr habe und aufnehme, das ist natürlich für mich auch ein bisschen schwieriger, da auch gute Worte zu finden, wenn so viele Bugs immer wieder eingebaut werden und so. Wieso crasht OBS? Ja, also, die haben sie eingebaut, also kann ich ja nicht viel sagen. Liegt ja nicht an meinem PC. Ja, der ist auch wunderbar schnell. Das könnte noch ein bisschen besser sein. Ich will das einfach mit. Ich mache jetzt einen. Die Schwerter machen ein bisschen zu viel Lärm, wenn sie sterben. Aber okay. Kommt dann eine gewisse Ding noch ein bisschen weniger machen. Das ist eigentlich auch Soundeffekte. Schade. Will die Soundeffekte nicht niedriger machen, weil die Schwerter sterben. So, also 5 Minuten können wir noch kurz laufen. Ja, ich freue mich riesig, aber dass es einfach vorwärts kommt in meinem Leben. Und sobald ich da durch bin und einen guten Fußballclub und so habe, kann ich dann wieder viel mehr Zeit investieren ins Let's Play und Livestream. Denke, ich bekomme dann auch sehr viel mehr Zuschauer. Die Leute mich kennen, mich schätzen. Aber das stimmt, das ist halt auch nicht immer gut lief bei mir. Und Programme dann irgendwie auch, ja,
Probleme machten oder so, aber abzählen ist natürlich. Bin ich schon ein bisschen zufrieden. Meine Qualität, das ist ja meine. Ich das doch auch ein bisschen gerne. Ist natürlich langweilig, wenn ihr das zweite Mal seht. Einmal gespielt habt, um zu aufzunehmen und die andere die Aufnahme dann seht. Aber eben, ihr könnt die Videos natürlich noch besser schauen und auch die erste oder die den ersten Eindruck zeigen. Ich den zweiten Eindruck erst dann. Und da könnt ihr mir sehr gerne gut helfen, wenn ihr wollt. Also, egal wie, bei mir lohnt sich es natürlich auch sehr. Ich mache dann gerne auch viel mehr für euch und so. Ja. Ich bin eben eine gutherzige Person. Wenn ihr mir helft, dann helfe ich euch auch natürlich auch auf eine Art und Weise. Das können nicht viele Livestreamer und Let's Play. Sind ja auch meistens auch sehr arrogant oder so. Clickbaiting aus und so. Ich würde die Leute gar nicht unterstützen. Das mache ich auch nicht. Also mir liegt es nicht, wenn manche Leute so extremst voll Fans sind und trotzdem der schlechteste Content ist. Ich bin ja echt nicht so zufrieden mit den meisten Contents über so Spiele. Ich bin meistens derjenige, der auch dann sagt, okay, ich schaue das Video nicht weiter. Aber wenn irgendwie etwas doch ein bisschen normal oder gut ist, dann schaue ich die Videos immer komplett aus Dankbarkeit. Schreibe Kommentare, freue mich dann auf ihren Schnitzel, einen neuen Part und so weiter. Und oh, es wird leider ein bisschen weniger. Jo, und dann gibt es einfach Leute, die alles gut reden und so. Und gibt es immer wieder mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, heutzutage muss jeder gut reden, damit er ankommt bei einem. Ja, so werden die Leute halt nicht besser, oder? Sie wissen ja gar nicht, was sie schlecht machen. Und immer nur alles gut geredet wird. Ich würde gerne eben auch so ein Entwicklerstudio oder so haben und dann Game wirklich gut verbessern und optimal verbessern lassen. Nämlich die Arbeiter auch nicht zu die Stresssessionen irgendwas machen, aber ein bisschen die Konzentration drauf halte, eher die schlechten Sachen gut zu machen und die guten Sachen halt ein bisschen vermehrt einzubauen als ja, schlechte Sachen natürlich, langweilige Sachen und so. Ich würde vielleicht doch ein gutes Game hinkriegen, aber auch sehr viele Wünsche. Soll ja okay sein, oder? Wenn man viele Wünsche hat bei mir. Boah, wie schnell der dann. Ja, die Waffen sind besser geworden. Den Geschwindigkeitsboost haben sie gut bekommen. Und ja. So allgemein auch den Skin und so ist schöner geworden. Sie sind ein bisschen schlecht gesehen worden manchmal von mir, also im Allgemeinen, weil sie so ein bisschen dunkelrot waren, fast schon silbrig, aber dann sind so rostfarbenen Schimmer ungefähr, waren jetzt nicht gerade so toll und jetzt sehen sie wirklich cool aus und ja, freue mich riesig über später dann mehr und cooleren, also stärkeren Waffen. Eben das Set hilft da sehr gut. Und halt auch so dieser Minion Physical Damage, glaube ich, heißt, also ist das genau, was wir nutzen. Jo, auf dem Bonus der Exalted Items dann auch. Ja, zuvor einfach normale Rares nehmen. Oder blaue Items auch. Also Magic. Magic Items. So, diesen Ausschnitt dann. Ich freue mich eigentlich irgendwie so mega aufs Endgame. Ich freue mich über das Spiel wieder im Endgame echt gut zu zocken. Weil für mich ist es schon wichtig, dass ich einen Bild nehme, der zwar nicht so OP ist oder nervig zu spielen ist, wohl OP ist, oder? Sondern eher einen gechillten oder tollen Bild benutze, der wirklich im Endgame auch, ja, Sachen, Dinge schafft, oder?
Aber auch zum Beispiel will ich nicht gerne die Minions haben, wenn die immer sterben müssen, wenn man irgendwie einen Item noch nicht hat. Oder ja, bestimmte Items eigentlich noch nicht so auf Defensive setzen konnte, weil sie nicht droppen. So, jetzt haben wir 30 Minuten. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part oder so, zum nächsten Video. Jo, bis dann. Tschüss.